mein Ziel ist es ja am Tag für die Mahlzeit, die ich dann abends zu mir nehme, um und bei 6 Euro auszugeben. Heute liege ich bei 6,45 Euro. Das ist hier noch die Milch vom letzten Mal und Kartoffelpüree. Also das ist quasi das, was wiederverwendet wird. Da hatte ich ja beim letzten Mal ein größeres Paket gekauft und ja, da waren genug Tüten drin, sodass ich mir jetzt wieder davon Kartoffelpüree machen kann. Das heißt, diese Ausgabe geht in den heutigen Tagessatz gar nicht mit rein. Dann, ja, das ganze Gemüse werde ich jetzt natürlich auch nicht machen, höchstens die halbe Tüte. Das heißt, auch da bleibt wieder etwas übrig, was ich wieder beim nächsten Gericht verwenden kann. Da stößt man viel nach auf bei Paprika und Reis. Ich kann die Paprika nur mit Kartoffeln essen. Ja, aufstoßen kalt ist doch genau meins. Also wenn ich aufstoßen muss, dann lasse ich es auch raus, ne? So, das Gemüse ist ja schon am Brutzeln und ansonsten habe ich bis jetzt wieder nichts auf die Kette gekriegt. Herzlich willkommen bei Schizostreamer, sage ich da nur an der Stelle. Ja, genau, die Soße wollte ich. Gut, dann einmal gucken, wie viel Wasser brauche ich denn? Und zwar 250 Milliliter, wenn ich das richtig sehe. Ja, so. Ich finde gut, was du da so machst. Hoffe, dass du auch mal ein paar mehr Zuschauer bekommst. Hättest es verdient. Vielen lieben Dank, Frank. Ja, das ist immer so eine Sache. Mal hat man ein paar mehr Zuschauer, mal ein bisschen weniger. Vor allem unbezahlte Werbung. Müsste eher mal bezahlte Werbung sein. So, Chris, du sagst es. Ne? Ja, an der Stelle, ne, Kaschi hat es gestern schon gesagt, vielleicht mal eine Kooperation mit Aldi. Man kennt es. Die arbeiten ja hier und da mit den ein oder anderen YouTubern zusammen. Guck mal, jetzt sieht das nämlich von der Seite schon gut aus, aber das ist ja von innen drin noch lange nicht gut. So, aber dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal hier das Ganze auf Temperatur. Das wollte ich ja auch. Und dann kann man es jetzt wieder runterdrehen. Alles klar, da geht die Party ab. Da muss ich auf jeden Fall die Fliesen nachher ordentlich putzen, ne? Die sind ja jetzt schon voll gespritzt. Kann mir mal jemand einen Tipp geben, wie ich das stoppen kann? Alter. Muss ich das echt niedriger jetzt stellen? Okay. Hilfe! Alter, was ist denn? Das wird ja immer mehr. Mann. Die ganzen Fliesen sind da schon an der Seite voll. Also, es ist ja so, ich habe ja früher wirklich gerne leidenschaftlich gekocht. Allerdings habe ich das noch gemacht, als ich noch eine Freundin hatte. So. Und wenn man zu zweit ist oder für jemanden kocht, dann bringt das nochmal doppelt und dreifach Spaß. Aber für mich alleine, wenn ich meistens gegen 17 Uhr zu Hause bin, müde, kaputt, habe ich keinen Bock, hier alleine in der Küche zu stehen, zu kochen. Ja, ich kann es probieren. Dann mache ich heute mal ein bisschen Muskatnuss an Kartoffelpüree. Vielleicht schmeckt mir das ja. So. Ich höre es, aber ich sehe es noch nicht. Woo! Da sehe ich es. Was? Die ist aber auch in der Soße. Guck, ey. Pia! Oh mein Gott, vielen lieben Dank für 28,23 Euro. Vielen lieben Dank. Ich schaue auch endlich mal wieder vorbei, Rose. Das habe ich akustisch jetzt nicht ganz verstanden. Aber gut, vielen lieben Dank, Pia. Sehr, sehr lieb von dir. Das Ding ist voll. Das heißt, 200 Euro sind zusammengekommen für neue Lichtpanel. Ja, das Ding ist, hier ist schön braun alles. Und von der anderen Seite wird das vielleicht auch gleich so. Aber an der Seite sehe ich noch, wie das rosa ist. Meine Güte, hier ist ja was los. Ihr Verrückten. Ihr wollt doch nur zuschauen, wie ich wieder versage. Es ist jedes Mal dasselbe, ne? Aber man kann damit auch stark rechnen. Wobei, gestern lief es mal tatsächlich ganz entspannt. Da war es nicht so chaotisch. Aber wenn ich mir jetzt schon wieder angucke, wie die Küche hier aussieht, die Fliesen sind voller Fett,
Die Herdplatte ist voller fetter Fußboden. Ich fange schon langsam an, hier wie Dancing on Ice rumzuschlittern. Ja. Und der eine oder andere wird sich fragen: Sag mal, wo ist eigentlich Herr Müller die ganze Zeit? Der hat doch die letzten Male auch immer genervt. Ich habe vorhin wieder vor dem Stream die Katzen gefüttert. Und damit die alle in Ruhe essen, hatte ich Herrn Müller erstmal ausgesperrt. Ich werde jetzt den Löwen aus der Höhle lassen. Und dann wird es nicht lange dauern. Und er wird hier wieder am Start sein. Der kleine Quälgeist ist frei. Ich kann euch genau sagen, was er jetzt macht. Jetzt checkt er nämlich erstmal die anderen Dings ab. Schneiden wir das hier mal in so Viertelstückchen. Auch ganz toll in einer Teflon-beschichteten Pfanne jetzt mit einem Messer rumzukratzen. Beste Idee, Jacques Güzel. Schizo. The Brain. Aber ihr hattet gerade erst. Ihr hattet gerade erst. Spatzi, komm, du kannst einmal Hallo sagen. Komm mal her. So, mein Freund. Einmal Hallo sagen. Also, Herr Müller ist am Start. Der jault hier die ganze Zeit wieder rum und hat natürlich nur Auge auf Wurst. Er macht Auge auf Wurst. Ne? Machst du Auge auf Wurst, ne? Ja, wo ist die Wurst? Machst du Auge auf Wurst? Ja, vergiss es, du kriegst nichts davon. Spinnst ja wohl. Schwarz. Spinnst ja wohl. Ja? So. Nee, du brauchst mich gar nicht so mit den Katzenaugen angucken. Herr Möller. Nee, komm, ich gebe dir jetzt das Mikro. Und jetzt kannst du hier ein bisschen moderieren. Hier. Nicht essen. Das ist. Hör auf jetzt. Das ist doch kein. Er denkt, das ist Spielzeug. Ich wollte doch nur, dass die Leute dich ein bisschen besser hören. So, jetzt miau mal hier für die Schizo-Gang. Komm. Nein. Nein. Ne. Er springt da immer dran hoch. Mann. So, jetzt hier. Herr Müller. Was ist los? Das ist ein Mikrofon. Jetzt beißt er da rein. Das ist ein Mikrofon. Also, sehr eklig. Jetzt ist ja Katzenspucke dran. Ja, Chance vertan. Hättest jetzt weltberühmt werden können, hast du nicht genutzt. Du schreibst gerade deine Hausarbeit. Okay, worum geht's? Ich helfe dir gerne. Frag mich. Frag mich. Komm. Schizo The Brain hilft gerne. Komm. Ah, alles klar. Mediennutzung in der Bildung. Ja, da bin ich ja genau der richtige Ansprechpartner. So. XXC, hau raus. Luke, frag mich. I'm ready to answer your question. Was sind die Nachteile der Mediennutzung? Dass man immer weniger tatsächlich mit anderen Menschen kommuniziert. Alles ist nur noch digitalisiert, alles läuft über digitale Medien ab und man kommuniziert nicht mehr mit richtigen Menschen, warum auch immer das führt. Dass in den Medien, sag ich mal, schneller gelogen werden kann, ja, also immer mehr Gelüge festhaft wird, weil sichtbar keiner dahinter steht. Und wenn du jemanden vor der Nase hast, der sagt, so ist das, wie ein Nachrichtensprecher am Fernsehen, wobei da natürlich Lügenpresse, Hashtag-Lügenpresse, kannst du ja auch sagen, dass der dünn erzählt wird, aber wenn du irgendwo einen Bericht oder einen Artikel in den Medien liest, der eben nur digital angeboten wird, dann ist das meiner Meinung nach natürlich ein Nachteil, würde ich jetzt direkt mal so spontan antworten. Das ist wahrscheinlich falsch, was ich gesagt habe. Scheiße. So. Sieht gut aus. Respekt. Danke, Andrea. Ich finde auch, ich habe die Tüten gut geöffnet. Ich habe das Pulver überall gut eingerührt. Jacques Güzel, da kann ich doch stolz auf mich sein. Ja. Ein paar Kräuter gehen immer. Das wertet das Ganze auf. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich heute gemacht habe. Der Muskatnuss. Natürlich, wie konnte ich nur? Klar, Muskatnuss kommt da jetzt noch mit rein. Habe ich schon wieder ganz vergessen. So, es geht jetzt um Sachen wie Computerräume. Ich höre gerade aus der Schizobude, neues Mitglied in der Schizogang-Gang. Wer ist es? Janne Gamer? Jane Gamer? Janne, 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 Janne Gamer? Wie auch immer. Ach da, wie geht's? Jetzt sehe ich es auch. Mir geht's gut, danke und herzlich willkommen hier in der Schizogang.
Du wirst es bereuen, ja. Aber trotzdem, herzlich willkommen unter den Verrückten hier. Nicht zu viel, okay. So. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu viel. Ups, da habe ich gerade Anna ein kleines Bäuchchen gemacht. Ja, also, so sieht es jetzt aus. Und das lasse ich mir jetzt schmecken, hör mal. Nö, ist genießbar. Man schmeckt es raus, aber es ist nicht zu krass. Thorsten, grüß dich, moin moin. Deftig, deftig, das stimmt, ja. Mmh. Oh, jetzt hier die grobe Bratwurst. Nee, ist gut. Ist wirklich gut. Heute auch nur Selter getrunken. Gut, doch, muss ich zugeben, eine Kleinigkeit habe ich genascht. Es gibt nämlich so einen neuen Hanuta-Riegel. Ja, so. Und den habe ich mir heute mal gegönnt. Schmeckt gut, kann ich nur empfehlen. Hashtag unbezahlte Werbung. Herr Müller, besuchst du uns hier schon mal? Das ist doch gut. Ne? Ja, dann, wenn Herr Müller schon dabei ist, das hier alles vorzustellen, ja, mit dem Essen. Herr Müller, du musst dir das auch richtig zeigen jetzt hier. Hier, da. Also, das sind die Sachen, die ich heute eingekauft habe. Ich habe mir Gemüsebrühe besorgt. Ich habe hier geschnittene, also klein gewürfelte Tomaten. Ich habe hier Parboiled-Reis, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung. Tomatenmark, die Paprika, falls ich sie noch nicht erwähnt habe. Und Putenhackfleisch um 30% reduziert. Mit dem Reis, wie ich den jetzt mache, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe damals den Reis mal so gemacht, dass ich quasi eine Tasse Reis nehme, die in den Topf tue und darauf kippe ich eine Tasse Wasser. Und dann köchelt das so alles vor sich hin und quasi wenn das Wasser dann komplett verkocht, verdampft ist, dann ist quasi der Reis auch gut, so dass er dann nicht komplett matschig ist, sondern noch mit Biss. Ist das richtig? Ist jemand unter euch, der vom Kochen Ahnung hat? Ich bin ja nur Laie oder bin ich da falsch davor? War das nicht einmal Reis und zweimal Wasser? Hm. Ich habe auch immer eine Tasse mit Reis genommen. War immer zu viel. Aber beim Wasser habe ich nie auf die Menge geachtet. Habe immer abgegossen, wenn der Reis oben schwamm. So, also ich habe mir jetzt ein Reis-Tutorial angeguckt und die hat gesagt, ein Reis, zwei Wasser, okay? Oh mein Gott, Pute schrecklich. Inwiefern jetzt Pute schrecklich? Geschmacklich oder weil du jetzt Veganer bist, sagst du generell Pute, oh nein. Nick, nur zur Info, du bist ja noch ein bisschen jünger. Geht jetzt nur bei der Paprika so, ne? Also wenn du halt Geschlechtsverkehr mit deiner Freundin ausübst und hoppala, da ist ein kleines Missgeschick passiert. Da hilft es nicht, einfach nur zu sagen, ach komm, spülen wir die Samen raus. Da sollte man dann vielleicht doch gucken, dass man zum Frauenarzt geht oder die Pille danach holt. Nick, liebe Grüße gehen raus. Achso, echt? Scheiße, da muss ich schnell noch ein Telefonat führen. Ja, Nick, jetzt ist es zu spät. Also nur ausspülen langt bei weitem nicht, ne? So, bin gerade noch am Essen. Reis und Pilz Huhn geschnetzelt ist. Das klingt auch gut, hattest du ja gestern schon gesagt. Ja, klingt sehr gut. Tiefkühlpizza, Nick, Standard, beste. Kashi, danke für den Link. Paprika geht immer. Wenn was übrig bleibt, hast du was zum Naschen. Ich mache das jetzt so, wie Nick das scheinbar herausgefunden hat. Eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. So. Und welche Tasse benutze ich dafür? Natürlich die Tasse von Andy. Tanzfitness.net hat er mir ja zu Weihnachten zukommen lassen. Ein kleines Paket. Und da drin also auch diese Tasse. Und ja. Andy, ich werde sie hier würdig verwenden. Ne? So. So. Gut. Ah, doch, wahrscheinlich, wenn das erstmal alles aufgeht,
ist das schon ziemlich viel. Ja, doch, das ist schon ziemlich viel. Das ist ja mehr als ein Bottle. Nee, okay. Darf man nicht unterschätzen. Ja, ja, nimm zwei, ne? Du Lackaffe. Das Ding ist halt, jetzt ist es wirklich so... Ist schon viel, ne? Mit dem Wasser. Guck mal, zwei Tassen zeigt er mir jetzt an, ist knapp ein Liter fast. Ja gut, jetzt wird durch das Reis wird natürlich jetzt auch noch Wasser verdrängt. Aber durch das Reis? Durch den Reis. Ah, Freunde. Wie auch immer, ne? Das ist ein Becher. Und was ist dann eine Tasse? Also wenn das jetzt ein Becher ist. Wie sieht dann eine Tasse aus? Ein Becher klingt für mich nach Plastik. Ein Plastikbecher. Das ist doch eine Tasse. Was soll denn sonst eine Tasse sein? Oder was? Ist das kein... Nö, also für mich ist das... Da, hörst du doch. Tasse. Oder nicht? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Also Becher ist für mich aus Plastik und Tasse ist eine Tasse. Tasse sind die typischen Kaffeetassen? Sag mal. Also, ich habe hier noch zum Beispiel sowas. So, was ist das denn jetzt? Das ist jetzt eine Tasse oder was? Ach so, oder ist eine Tasse so eine kleine Tasse? So ein kleines Ding. Das ist eine Tasse. Und diese größeren Dinger sind jetzt Becher oder was? Also da muss ich sagen, ja, bildungstechnisch hängt ihr meilenweit zurück, Freunde. Das kann ich an der Stelle sagen. Ja. Ach, das ist ein Eimer. Ja, stimmt, mein Fehler. Habe ich nicht richtig drüber nachgedacht, sorry. Sehe ich so aus, als könnte ich dich in irgendeiner Weise schlagen oder treten oder irgendwas? Mäuschen. Oh, guck mal, da tut sie was mit dem Reis. Guck mal. Na, siehst du das? Was passiert da? Was passiert da mit dem Reis? Was passiert da? Spatzi, was passiert da? Hast du das gesehen? Das macht blub blub, ne? Ja, ja. Reiß dich zusammen, Freundchen. Wer ist dicker, der Kater oder ich? Fragt euch nicht. Oh, es gibt Katze mit Reis. Ja. Herzlich willkommen beim Chinesen. Ja, das ist Diskriminierung. Sowas dulde ich hier nicht auf meinem Kanal. Na? Jetzt gibt's Katze mit Reis. Mit Reis. Ja. So, also. Dann hauen wir hier schon mal Salz dazu. So, dann wie immer schwarzer Pfeffer. Okay, jetzt ist ja fast alles an Hackfleisch durch. Dann gebe ich schon mal die Paprika hinzu. Ah, komm, scheiß drauf. Machen wir alles mit rein. Wird eh noch schön wabbelig, bisschen zerkocht. Machen wir doch mal hier kurz eine kleine Story. Und zwar nochmal ein Blickwinkel auf mein gekochtes aus einer anderen Sicht. So, Achtung, los geht's. So, Schizos, also ich bin am Kochen, ich bin auf YouTube gerade live. Heute gibt es eine Hackfleisch-Reispfanne. Reis ist am Köcheln, Hackfleisch, Paprika schon drin. Jetzt kommen noch gleich stückige Tomaten mit rein. Und Tomatenmark kommt noch mit rein. Schauen wir mal, wie das Ganze am Ende schmecken wird. Die Schizo-Eule ist auch schon startklar. Hier ist der Chat. Ja, der Stream läuft. Also, wenn ihr Bock habt, schaut noch mal rein auf YouTube. Schizo-Streamer. So, zack, und schon geht das Ganze raus. Also, dann haue ich hier mal eine Kelle Reis, zweite Kelle Reis, dritte Kelle Reis. Ja, jetzt erstmal ein bisschen umrühren, mal gucken. Oh. Oh, ich klecker hier aber auch schon wieder ganz schön, ne?
Gut, dann hau ich jetzt die ganze Dose Tomaten da rein. Nein, Herr Müller, nicht für dich. Nein, nein. Wie gesagt, nein. Nee, ich denke gar nicht mal, Dragon. Ich denke gar nicht mal, dass ich hier Meisterkoch bin. Ich denke es nicht. Ich weiß es. So, dann jetzt hier mal mit einem kleinen Löffel. Probiere ich mal. Mit einem kleinen Löffel. Es sieht gut aus, ne? Es sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob die Cam das so einfängt, weil das Licht hier wahrscheinlich wieder nachlässt. Aber es sieht echt gut aus. Also, das riecht auch gut. So, ich werde es probieren. Achtung. Ich werde probieren, habe ich gesagt. Schnallt er nicht, ne? Komplett verblödet das Tier. Mmh. Ja. Jetzt kommt die Schärfe. Aber alles geil. Shizu könnte es aber auch Koch werden. Dauert ein bisschen, aber es wird klappen. Ja, aber na, das beruflich, also als Koch oder so, ich glaube, das wäre dann auch wieder nicht so meins. Wenn man den ganzen Tag halt nur in der Küche steht und kocht, kocht, kocht. So zwischen so zwischendurch ist das ganz nice, aber das den ganzen Tag. Na, kommen jetzt meine Verlängerungskabel. Ich warte noch auf den Amazon-Fritzen. Es hatte hier aber heute schon einmal geklingelt. Es hatte aber heute schon einmal geklingelt bei mir. Da lag ich noch in der Badewanne vorhin. Ich bin nach der Arbeit direkt in die Badewanne, weil ich heute sehr viel draußen war, zwischendurch immer wieder. Und es hat geregnet wieder mal in Kiel. Wie sollte es anders sein? Es war sehr kühl. Und ich musste mich erstmal so ein bisschen aufheizen. Deswegen habe ich mir direkt eine Wanne eingelassen. Und dann lag ich in der Wanne. Und dann hat es an der Tür geklingelt. Und dachte ich, ah, jetzt werden die Dinger geliefert. Scheiße, jetzt bin ich hier, ne? Komplett nackt, nass. So schnell werde ich die Klamotten nicht hier über meinen nassen Körper schmiegen können. Da hatte ich Scheiß drauf. Entweder bringt das dann zur Packstation oder einer der Nachbarn nimmt das an. Als ich mit dem Baden fertig war, habe ich mich dann wieder angezogen, bin runter zum Briefkasten gegangen, hab nachgeschaut, ob da eine Karte drin ist. Nein, dem war nicht so. Jetzt weiß ich nicht, wo die Dinger geblieben sind oder ob sie noch kommen. Aber sie sollten heute ankommen. Ja. No.